Willkommen zurück zu Sonic Adventure DX. Wir folgen jetzt dem Egg Carrier mit dem Tornado. Tails hat gesagt, ich soll zu seiner Werkstatt kommen. Das tue ich hiermit. Sonic, wait here for a second. Ja, kein Ding. Lass dir Zeit. Und wir haben im letzten Part auch Knuckles gesehen und besiegt und wissen gar nicht, was der so Schönes macht. Und ja, Sonic steht sich die Beine in den Bauch. Das macht gar nichts. Was denn? Und die Palmen. Ich finde es eigentlich genial, hey. Aber das wäre doch gar nicht so realisierbar, oder? Palmen sind nur Deko? Oder wozu? Mach die Palmen doch einfach weg, Tails. Ihr kennt den Tornado. Das ist eigentlich dasselbe wie bei Sonic 2 und Sonic 3 auch, ja. Ja, los geht's. Und da war es immer alte Tradition, dass Sonic draufgejumpt ist und dann Tails losgeflogen. Das Ganze jetzt in 3D. Damals hat Tails Sonic ja immer sehr schön in der Luft aufgefangen, wenn er mal irgendwo runtergefallen ist. Zum Beispiel immer nach den Endbosskämpfen. Jetzt bin ich ein bisschen konfus. Wie ging das nochmal? What the hell? Wie ging das? Also ich baller jetzt einfach mal drauf los, versuche möglichst viele von denen abzuknallen. Das da unten ist wohl meine eigene Energieleiste. Okay, ob ich A oder B drücke, ist kein großer Unterschied, aber ich hätte schwören können. Damals gab es noch irgendwas anderes. Und es gab auch Sonic Unleashed. Das ist einer der neuesten Teile. Erschienen für PlayStation 3, Xbox 360 und Wii. Der letzte Vorgänger vor Sonic Colors war das. Sonic Unleashed, da gab es auch so eine coole Szene, wo man geflogen ist und so. Die fand ich genial. Da musste man zwar ganz nervig Kommandos eintippen und so. Aber ich fand es genial gemacht. Und vor allen Dingen die Grafik war super. Nicht so wie hier, aber das soll jetzt nicht den Spielspaß trüben. Wir sollen drauf landen, dann tun wir das. Kann ich übrigens nicht beeinflussen. Und warum kriege ich keine Energie abgezogen, obwohl ich getroffen werde? Oder war das kein richtiger Treffer? Ich kann nur noch links, nach oben und nach rechts und überhaupt, wohin Tails letztendlich fliegt, ist wohl immer noch seine Angelegenheit. Also ich meine, dass wir jetzt rechts vom Egg Carrier uns befinden, also ich tue das nicht. Wir müssen uns eigentlich nur konzentrieren, auf die Dinge abzuknallen. Das war doch damals ein bisschen anders. Ja genau, so hier, piep. Ach, jetzt weiß ich es wieder, ich Idiot. Wir müssen möglichst viele anvisieren. Ja, jetzt habe ich es versaut. Und dann... Na komm, wo seid ihr? Tschüss, und alle auf einmal. Und es gibt dann umso mehr Punkte. Kann man natürlich auch alles wieder einzeln spielen, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Habe ich damals auch gut und gerne gemacht. Aber vergessen nach 8 Jahren inzwischen. Ich hatte nie einen Sega Dreamcast, muss ich sagen. Ich habe das alles nur auf dem GameCube gespielt. Und wie die meisten auch. Nach langer Pause vom Sega Mega Drive, also von Sonic und Knuckles, bin ich auf Sonic Adventure 2 Battle übergegangen. Und habe mich sehr gefreut, dass Sonic Adventure 1 nochmal von GameCube rauskommt. Wenn auch fast eine 1:1 Kopie. We did it. Was haben wir geschafft? Du sollst drauf landen, du Depp. Oh, der macht jetzt Alarm. Und tschüss, Mann. Haut er ab oder trifft er uns? Beides. Oh, er trifft uns. Das war's. Okay. Und tschüss, Mann. Geh baden, Tails. Ja, das war mal wieder ein voller Erfolg. Aber so nimmt die Story halt ihren Lauf. Also es ist nicht, weil ich gefailt hätte oder so, sondern so läuft es da ab. Jo, und jetzt sind Sonic und Tails getrennt. Ich glaube, Tails fliegt in die Mystic Ruins. Und Sonic nach Station Square. Tails? Tails? Das Mädchen. Zieh ihn doch raus. You're not who I'm looking for. Ja, die sind so redselig, die Menschen da. Oh, I wonder if he's okay. Die erinnert mich irgendwie an die Kari aus Digimon. Was weiß ich. So, wie geht es Tails bloß? Wo müssen wir hin? Ja, ja, das ist Level 1, da wollen wir ja nicht hin. Da waren wir ja schon Ewigkeiten zuvor. Was müssen wir machen? Ja.
Eigentlich ist alles jetzt total scheiße. Robotnik hat das Egg Carrier, Robotnik hat 4 der 7 Chaos Emeralds, das heißt schon mehr als die Hälfte. Und Tails ist auch weg und wahrscheinlich tot. Man weiß es nicht. Ja, Navi, sag mal. Ach, ja. Ja, gut. Gut, es wird wieder Zeit für einen neuen Charakter nach Tails, Knuckles und... Nee, nach Tails und Knuckles. Kommt jetzt der 4. Charakter von 6. Nervensäge. Jetzt ist Amy spielbereit. Ja, die hat Probleme mit ihrem Vogel, die hat doch echt einen Vogel, die alte. Und warum und wieso, das alles natürlich mit der Amy-Story dann bei Zeiten. Hallo, Schaffner? Wir kämpfen bis zum Umfallen. Ich weiß nicht viel, aber eins klar, wir müssen es versuchen. Irgendwas wird schon passieren. Wovon redest du? Naja. Irgendwas wollte ich sagen, irgendwas wollte ich loswerden. Ach ja, wer meine Let's Plays gesehen hat zu Sonic, der wird sich jetzt fragen, who the fuck is Amy? Amy ist aufgetaucht bei Sonic CD. What the fuck is Sonic CD? Es gab Sonic 1, 2, 3 und es gab zum Sega Mega Drive noch ein Add-on. So wie das 64 CD, falls es irgendjemand ein Begriff ist, gab es ein Sega Mega CD und da gab es sehr wenig Spiele drauf. Aber es gab ein Sonic... Das nannte sich Sonic CD. Man glaubt's kaum. Erinnert stark an Sonic 1. Allerdings auch sehr cool gemacht. Man reist in die Zukunft, Vergegenwart, Vergangenheit. Immer wenn man Bock drauf hat. Achso, wir können nicht rein, oder wie? Doch. Hä? Achso, nee, können wir nicht. Komisch. Ja, und das ist cool. Also man hat eine blühende Landschaft und geht dann in die Vergangenheit und das ist alles Dino-Landschaft, ja. Und dann geht dann in die Zukunft und das ist alles Fabrik und... geschloddert und... Bäh. Das war ein echt cooles Spiel, würde ich auch noch gerne mit euch zocken, aber erstmal in Sonic Adventure 1 und 2. Twinkle-Park müssen wir jetzt hin. Oh, ich weiß es. Und da hinten ist jemand. Okay, wir folgen Amy. Ich wollte erzählen, woher wir die überhaupt kennen. Nämlich eben aus Sonic CD. Die Story besteht daraus, dass Metal Sonic, der war komplett neu, die gute Amy entführt hat. Und das ist Sonic CD, ist so eine Art Nebenspiel, was dann doch irgendwie dazugehört. Ähnlich wie Super Mario Bros. 2, was ja mit dem Gemüse schmeißen und so ist. Ja, und so kann man das einordnen. Trotzdem haben sich Metal Sonic und Amy dann etabliert. So, Twinkle Park. Wir sind noch gar nicht drin, hier geht's rein, glaube ich. Hey! Bist du noch zu retten? Bist du noch zu retten? Scheiß Scooter. Sollen hier lang? Okay, wo ist das Problem? Müssen wir euch erst ausschalten, oder was sollen wir tun? Oder müssen wir selbst in so ein Ding steigen? Oh, ich hatte keine Ringe und die haben mich getötet. WTF? Okay, was muss ich tun? Erzähl mal. Vorne ist Navi, aber der Computer hat doch auch irgendwas zu melden. So. Autoscooter-Fahranweisung. Gaspedal A, Bremse B. Manche Ringe machen ihn schneller. So, ja, welchen soll man nehmen? Hallo? Wenn du den gegnerischen Fahrer überwältigst. Ah ja, komm. Ach, das war's auch schon. Dann geht jetzt die Party los. Eigentlich ja, müssen wir das mit Amy machen, aber ja, technische Schwierigkeiten. Und oha, ist das beschissen zu steuern. Ich glaube, das glaubt mir kein Schwein. Wie ist das scheiße zu steuern?
Das ist auch voll kinderfreundlich, oder? Du kannst am Fahren teilnehmen, wenn du den gegnerischen Fahrer überwältigst. Natürlich. Die Kinder dann das nächste Mal auf der Freimesse, ne, auf dem Freimarkt. Den Fahrer überwältigen, natürlich. Was eine Einstellung. So, machen wir mal gemütlich hier ans Ziel. Hat ein bisschen was von F-Zero. Aber auch nur im Entferntesten. Komm, lass mich. Ist langweilig hier. Also wenn das nicht von F-Zero abgeguckt, also inspiriert worden ist, eine Hommage. Wie hat Sonic da eben gelacht? Das würde erklären. Sonics Lache eben, warum er nichts von der Amy will. Zumal sie irgendwie das einzige Igelmädchen auf der ganzen Welt zu sein scheint. Da muss man, darf man doch nicht wählerisch sein, Sonic. Nee, er ist einfach nur schüchtern. So ist das. Ja, es freut mich sehr. Das ist wahnsinnig interessant hier. Es ist so spaßig. Ich habe so viel Spaß hier. Die Asteroiden fliegen mir um die Ohren. Ganz realitätsgetreu. Sind wir jetzt endlich auch im Ziel und können mit dem Level anfangen. Es nimmt kein Ende. Twinkle Park. Ich fürchte, das ist sogar der Level, der bei den meisten Charakteren auftaucht. Sogar bei Amy und auch bei Big. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, es geht endlich los. Ach, alles so Spielereien. Kegeln, super. Zählt doch. Ja, passt sogar, passt wirklich. Wir kriegen die goldene Krone, weil wir so toll waren. So, Schwabbels, lassen wir in Ruhe. Oh, ich war auch irgendwo in so einem komischen Park. Weiß gar nicht mehr, weit weg muss es gewesen sein. Muss man auch so über so Dinger laufen? Also so wie es eben der Fall war? Okay, besser wir sind, desto mehr Ringe. Aber das juckt mich jetzt nicht so. Ringe sind nicht mein Anspruch. Sowas hier meine ich. Das war auch sowas, nicht so groß, nicht so poolmäßig, aber auch so Sachen. Scheiße, vor allen Dingen nicht so tief. Musste man hier auch von Ding zu Ding springen. Ja, und auch mit Mutter und Oma. Also das war schon ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Also ich hatte kein Problem damit. Ich hab's ja aus Sonic gekommen. So, hier geht's weiter, aber ich weiß nicht mehr, wie wir da weiterkommen. Oder geht's etwa hier weiter? Ja, es verwirrt immer ein bisschen, dass so viele Charaktere zwar in den Levels sind, aber jeder macht was anderes. Ich glaube, nur mit Amy musste man da durch die Tür, wo ich eben gezeigt habe. Stimmt. Und ich falle runter. War ich hier nicht schon mal? Auf jeden Fall kommt da gleich das Ziel. Lass mich durch. Lass mich durch. Sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. So viel Dynamit. Das ist auch nicht sehr jugendfreundlich. So, Checkpoint. Also das riecht nicht nach dem Ende, wenn ein Checkpoint kommt. Aber vielleicht bald. Eines Tages. Viel kann hier nicht mehr sein. Wir nutzen das mal wieder hier so. Tschüss, Mann! Ja, toll. Das bringt's aber auch, ey. Und wie? Was sollen wir jetzt hier machen? Hier geht's hoch. Mysteriös. Das war die ganze Burg. Und in der Burg ist das Ding. Kein Chaos Emerald hier. Gibt's aber nicht. Nicht mal einen Chaos Emerald. Ich bin schwer enttäuscht. Ja. Klasse. Geht die Story denn wenigstens weiter? Wozu waren wir denn jetzt hier? Wenn ich mal so fragen darf. Welcome to Twinkle Park. Oh, shoot! I lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. Hat sich so amüsiert, dass er Amy verloren hat. Na toll. Gut, macht nix.
Aha, da geht's weiter, da kriegen wir irgendwas. Was das ist, was da liegt, schauen wir uns an im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao. Hey, ist dunkel geworden, ja. Also bis dann und ciao.